Liebe Leute, hier ist euer Dragner. Herzlich willkommen zurück zu Jagged Alliance 3. Wir machen jetzt gar nicht lang rum. Wir marschieren hier rüber nach Fleetown selber rein. 14 Leute. Wird bestimmt heftig, aber ich weiß, was in der Stadt nördlich von uns ist und was da passiert. Und das ist schon auch sehr heftig von den Gegnern her. Hier haben wir jetzt nur ein paar Scharfschützen, Marodeure, leider Banditen und Grenadiere. Okay, wir können, glaube ich, nur hier starten vermutlich. Feinde, in der Mitte sind Feinde, Feinde, da ist der Scharfschütze. Ja, wir können nur hier starten. Die Frage, was haben wir hier? Lali, Leivalenda, Blaubeerts Schergen. Hier mal Blaubeert, da hat doch gerade der Priester mit der Versicherung was geredet. In dem Gebiet war ich übrigens selber noch nicht. Hier mal Markman, Haufen Zivilisten. Sehe ich das richtig? Waffenhändler, Sprengkörper, Munition. Okay, hier haben wir einen Händler. Da haben wir Flankierungsposition. Der ist höher. Ja, da gehen wir hin. Da gehen wir hin. Oh, shit. There's an enemy over there. Wir speichern mal. Gehen wir hier rüber. Da oben ist ein Marodeur. Kalina, komm mal her. Warte mal, der ist gerade da hinten. Sind hier mehrere, ist die Frage. Die Frage, ob hier mehr. Oh, 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 er kommt, er kommt, er kommt. Kommst du hier rauf irgendwie? Jawoll. Okay, geh mal schnell einen Schritt noch weg. Geil. Leg dich mal hin, bitte. So, jetzt speichern wir auf jeden Fall nochmal. Oh, und den musst du jetzt, der ist hier, kommt, der ist hier ganz alleine. Schieß den im Kopf, bitte. Das war Gold wert. Ready. Dragner, du musst hier auch rauf. Okay. Kommt ein Bandit? Ne, kommt nicht. So, und jetzt müssen wir die bösen Schurken im Idealfall einfach nur hier irgendwie anlocken. Die Frage ist, wo kann ich hier unten mich gut verteidigen? Jetzt müsste ich auf irgendjemanden schießen eigentlich am besten. Nur, dass niemand da ist. Oh, ich habe noch eine bessere Idee. Moving quietly. Moment, hier kommt ein Bandit. Nee, geht wieder weg. Livewire, du hast keine Granate. Moving quietly. Barry hat auch keine Granate. Warum das denn? Going. Still undetected. So. Würde gern hier hinter eine Granate schmeißen, hier hin. I will move silently. You heard about that little shit, Pierre? The Major promoted him to a shovel boy in Diamond Red. Really? Damn it. I'm signing up for a shift then. Lauf! Into this! Alarm! Okay, einer direkt tot. Das ist schon mal sehr gut. Da
Das ist schon mal sehr gut. Der andere ist schwer verletzt und fast tot. Okay. Du rennst einfach mal. Kannst du dich noch... Ja. So, Dragner. Du kannst auf irgendjemanden schießen. Ja, okay. Das bringt nichts. Das bringt nichts. Du machst einfach mal den hier. Kalyna, du machst einfach mal den hier. Und Omren kann angeblich auch auf jemanden schießen, auf den. Ja, okay. Dann probierst du das doch einfach. War ja richtig fein. Okay, dass der trifft, hätte ich nicht gedacht. Okay. Du kannst jetzt aber nicht mehr attackieren, oder? Nee. Ja. Uah! 115 mal einfach so. Geil. Okay, ja, würde ich sagen, war ein guter Start. Drei Leute tot. Du wirst jetzt einfach mal so schnell sterben. Kannst ja auch da stehen oder sogar liegen bleiben. Das ist in Ordnung. Livewire, du bist halt eh kacke im Aiming. Bleibst da einfach mal. Gehst in Deckung. MD. Gehst in Deckung. Omren. Du gehst mal nur so hin. Du hier. Dragner, du könntest schießen. Auf wen? Auf einen Scharfschützen, aber nur auf den Kopf. Den Rest triffst du eh nicht. Glaub nicht, dass das was wird. Deswegen so bitte. Ende des Zugs. Let's move out. Okay, der macht nichts mehr anscheinend. Hä? Was war das? Der war gut. Der war sehr gut. Warum ich den Scharfschützen dann nicht getroffen habe, ist die andere Frage. Okay, das war's. Das war's. Okay, Barry. Wir könnten hier eine Granate hinschmeißen. So wäre eigentlich geil, aber so, das wird nicht funktionieren. Wir probieren es mal. Explosive. Ja, na du gut. Wir haben einen weggemacht. Kannst du dich wieder hinlegen? Ja. Livewire. Kannst du da ans Fenster gehen? Kannst du? Dann schieß doch. Oh Gott. Ja. Schieß den mal an, komm. Oh! Ja, super! Super! Okay, du stehst allerdings kacke, gell? Wir hätten MD dahinter tun sollen. MD, lauf mal. Lauf mal hier komplett außenrum. Das ist ein bisschen weit und sinnlos, weiß ich, aber mach mal bitte. So, du. Aber du kannst auf den hier schießen. Das finde ich gut. Das war's schon. Yes? Dann Catalina, du wäre mir eigentlich am liebsten, wenn du den Scharfschützen wegmachen könntest. Kannst du aber nicht. Aber du kannst den hier wegmachen. Dann. So, und jetzt hätten wir noch den lieben Dragner. Du machst einen auf den hier. Und gut ist es.
ammo is getting low. Ah, ich habe keine Ammo mehr in der. Oh nein! Okay. Omrin muss weg. Oder wir müssen den Scharfschützen jetzt ganz schnell töten. Au! Ja, jetzt bräuchte ich MD mit seiner Schrotflinte da. Mal hinstellen, nein, geht nicht. Dragner, du lädst nach und einmal bitte auf den Scharfschützen. Das wäre gut, wenn der verschwinden würde. Ach, das war schon? Okay. Das war tatsächlich easy. Also mehr passiert nicht, ja, dann lädst du gleich nochmal nach. Kalina, du. Kopfschuss. Okay. Dann könnte man noch festnageln versuchen. Auf. Ja, machen wir dich. Auf dich. Dann haben wir Barry. Du kniest dich mal hin. Du siehst dadurch aber niemanden. Na! Ah. Nee, komm, wieder runter. Geht nicht anders. Zum Kotzen. Zum Kotzen. So, Livewire. This is no problem. Okay, das war mal gar nichts. Du gehst dahin. Das war's. Ah nein, ich hab einen vergessen hier. Der direkt unter Dragner liegt. Irgendwas. Olrin oder so. Den hier. Den habe ich vergessen. War Omrin. Ja, wo bleibst du stehen, ist die Frage. Au! Der war heftig. Okay. Catalina hat den nicht mehr gesehen, leider. Bewegung. Livewire. Du gehst mal dahin. Ja, es wäre schön, wenn du das könntest. Also, sorry, die Person ist das Unnützeste, was es gibt. Das ist leider so. Kopf, komm. Okay, das wusste ich nicht, dass der jetzt zurückschießt. Dann hätte ich es gleich so gemacht. Ey, sag mal! Na also. So, und wen machst du jetzt weg? Du siehst den und du siehst der. Der wäre wichtiger eigentlich, aber den schaffst du wahrscheinlich nicht, weil der noch gesund ist. Der andere ist immerhin verletzt. Komm. You will pay for these boring dogs. Kannst nochmal schießen. Na gut. Na gut. Dann haben wir den nächsten Marodeur. Okay, das war harmlos tatsächlich. Dafür, dass der Vollautomatik darunter geschossen hat. Das war sehr gut. Also wir haben gerade echtes Dusel, dass die halt wirklich alle zu uns laufen. Also so, die intelligentesten sind es halt wirklich nicht, gell? So würde ich den anderen hier sehen. So würde ich ihn sehen. Da ist noch einer. Kann nur auf den Arm schießen. Aha. Ah, den hat sie jetzt getroffen. Ja, immerhin. Na, immerhin.
Okay, Kopfschuss. Check. So, Omrin. Du, Omrin, bewegst dich jetzt mal hier hinter. Du bewegst dich jetzt mal hier hin. Und lässt dich von MD verarzten. So, Kalina, du siehst niemanden. Bitte aime hier. Dragner, du siehst den hier. Nee, du aimst hier. MD hat eine Medizin erhalten, oder? Das ist gut. Okay, da hat Livewire kassiert. Jetzt kassiert mal Dragner ein bisschen. Aber das war schon, okay. Also die Livewire müsste man eigentlich austauschen. Die ist halt echt kacke. Ich meine, schön, dass die gut in Sprengstoff ist, aber die trifft halt gar nichts. Die trifft halt echt gar nichts. Also dafür den Fiedel dann rein. Ja, du kommst jetzt mal hierher. Dann haben wir Barry. Ja, passt. Jetzt kriegen wir ihn endlich hier raus. Dann kriegen wir jetzt endlich ihn hier raus. Was für ein Action-Cam. Sehr gut, sehr gut. Dann, du siehst niemanden. Dann, zack. Dragner, du siehst ihn hier. Kopf bitte. Okay. Okay. Ich werde mich nicht beschweren. Ich werde mich nicht beschweren. Ich bin gerade auf Barry geschossen. So, Catalina. Du bist dran. Töte ihn. Das ist wahrscheinlich der Letzte. Okay, der ging mal sonst wohin. Dragner, leg dich wieder hin und mach ihn bitte weg. Das wäre wünschenswert. Ja. Check, Konflikt gelöst. Wir versammeln uns mal. Nehmen mal... Ach komm, wir gehen mal hier. Komm, alle mit allen her. Dragner, du gehst mal schnell hier hin. Jetzt bin ich gespannt, was mir so plündern. Eine Doppelläufige, die können wir weghauen. Braucht man nicht. Dann nehmen wir Kalina. Du gehst mir hier Schloss knacken. Achso, braucht man nicht gar nicht. Ja, es sind XP, beziehungsweise es ist Übung. Das passt schon. Hacken. Bauteile. Genau, und dann Livewire. Du gehst mal hier hin. Du musst hier was bitte entschärfen. Kühlschrank deaktivieren. Naja. Dann müssen wir ein Schloss knacken. Der für einen Kühlschrank, hä? Und plündern. Toll. Eine aufgerüstete Waffe. Komm. Weg. Wir spielen nicht mit Pistolen. Gut, das hätten wir schon mal. Dann gehen wir bitte weiter. Catalina kann mal hacken. Und looten. Doppelläufig. Weg. Munition einpacken. Einmal hier hinten rum und entdecken bitte. Weil wir alle hier rüberspringen. Ja, ja, das ist ja schön, wenn ihr das Syndikat seid. In den Markt gehen wir zum Schluss. In den Markt gehen wir zum Schluss. Please don't drink the moonshine. Those assholes from Camp Le Barrière will kill me if I don't. Okay, wir sollen den Schnaps nicht trinken. Warum? Warum? Blendgranate. Okay. Barry Bunger. Ja, 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 ja. Hier, komm, erstmal untersuchen. Dank der größeren Menge von Barry hat Stufe 3 und wir haben eine Falle ausgelöst, aber also einen Alarm ausgelöst, aber der ist nicht so schlimm.
Kalina, komm mal hierher. Beziehungsweise Livewire, komm mal du her. Und so wegen Sprengstoff und so. Sag ich doch. Sag ich doch. Toll, Kampfmesser. Braucht kein Mensch. Vielleicht kann man das irgendwo verkaufen. Okay, hier ist auch nichts. Hier ist auch nichts. Okay, dann haben wir hier jetzt einmal die Villa und natürlich den Marktplatz. Jetzt sehen wir mal Dragner. Du gehst mal hier hin. Leuchtstäbe. Ja, komm, nimm mal einfach mal. Nimm mal hier die Teile. Und dann geh mal hier rüber. Hier. Munition. Hammer. Sanitätskasten für 1000. Nee. Was haben wir hier? Molotow. Nee. Bullspitz für 300. Kaufen. Munition ist Munition. Brauchen wir immer. Schrottsammler. Modifizierte Auto 5 Schrotflinte. Für 3000. Oh ja. Modifizierte Glock 18. Ist eine Pistole. Modifizierte MP5K. Kaufen. Komm, wir nehmen die Schrotflinte auch mal mit. Was haben wir hier noch? Messer kaufen, ne? Ja, was haben wir hier noch? Teile kaufen für 500. Definitiv. Definitiv. Magazin. Kaufen. Magazin müssen wir immer. Da trainieren wir irgendwas. Sprengstoff in dem Fall. Hier mal. Plündern. Das kann man plündern. Alter. Hose. Jacke. Helm. Verkaufen. Oder zerlegen. Okay, nice, nice. Jetzt haben wir ein paar coole Sachen bekommen. Wir schauen mal ganz kurz rein. Wir haben hier eine modifizierte Auto 5. Unser Schrotgun-Mensch ist hier. Einmal 28, einmal 26. Du bist ein bisschen modifiziert. Niedrige Angriffskosten. Reichweite 8, Reichweite 10, Kaliber 12. Kaliber 12, ja. Mach mal. Dich weg. Und wir haben die MP5 hier. Omrin hat das Teil, MD hat das Teil. Du hast die AK 3x10, 3x8, 16 Reichweite, 24 Reichweite. Dann glaube ich, krieg die Livewire. Die schießt eh schlecht. Du schießt. Ah ne, Barry ist ja der Granatenexperte. Ich vergaß. Oder. Wir geben das Teil MD. Ja, wobei Live, schaut mal. MD hat 69, Livewire 62. Das ist eigentlich wurscht, wem wir die geben. Es hat halt eine kurze Reichweite. Die ist modifiziert. Dann machen wir das so. 3x8. 3x10. Wir lassen die Waffe hier mal. Ich bin mir nicht sicher, AK oder die Farmers. Also die Farmers ist an sich die bessere Waffe. Aber ich bin mir tatsächlich jetzt nicht sicher, wie wir das am besten machen. Andere Sniper wäre halt auch mal nicht schlecht eigentlich. So, dann sprechen wir aber jetzt noch mit dem Typi hier.
Wir speichern erstmal kurz. Welcome to my little corner of Flea Town. My name is Lali. You here to buy or sell? Don't tell me. Let me guess. You're here about diamonds, right? I got a good nose for diamond traders. They smell like dirt, sweat, and blood. Oh, maybe that's just your clothes? No offense, of course. Kaufst du Diamanten? Not buying. No, no. Trading. If you have diamonds, I have some very special items you may be interested in acquiring. You see, I have an innovative approach, which one day will become the future of commerce. I'm trading only in loot boxes. Aha. Beutetruhen? Oh, yes. A loot box is a box of mystery. Maybe you'll find a pile of treasure, or maybe you'll find a pair of dirty underwear. Who knows? Fun, right? No money involved, just one tiny diamond. Genau, winzige Diamanten. Buy as many boxes as you like. Ja, was hast du denn für Deal? Glad you asked. You see, he pays about 600 per gem. If he resells them to the smugglers, they'd give him merely 400 per gem. Ah, that's okay. Why he makes a deal with my generous person for 900. Are you following me? Then he pays 100 more to Boss Blobert in exchange for protection against acts of God and whatnot, and keeps the remaining 200 for his church. Then I sell the gems to the smugglers for only 400 apiece, because they are my friends and everyone must make a profit. Aya. The smugglers sell to the boss for 500 apiece, which he can pay because he's rich. He then resells all the gems to Adonis at 600 each, which they'll pay, because they prefer to deal with the boss instead of all the small fish. Finally, Adonis pays me 600 as a broker's fee, and everyone is happy, because everyone gets their share. Simple, right? Aya, aya. They used to control the diamond mines until the Legion pushed them out. They must miss their diamonds because lately they've been buying them off the black market in bulk. Nice people with deep pockets who let everyone get their share. They seem nice. Hey, do you sell snacks? You should sell snacks. Okay, verkauf uns eine Beute drüber. Wir haben keinen Diamanten, deswegen. Just one tiny diamond per loot box. Genau, wir haben keine. Okay, wie kommen wir an Diamanten ran? Weiß ich auch so. Pass auf deine Nase auf, sage ich jetzt in dem Fall lieber nicht. Und dann müssten wir ja noch irgendwo Blaubart haben, vermutlich. Was haben wir hier? Okay, einfach nur Luxusmüll. Blaubart, Blaubart, Schergen, Blaubart, Schergen. Aber wo ist denn Blaubart? Okay, Blaubart haben wir anscheinend nicht hier. Wenn ich das richtig sehe. Okay, hier haben wir noch irgendwo was liegen. Noch eine AK. Die machen wir kaputt. Die machen wir kaputt. Okay, Catalina, du hast was jetzt? Okay, ein Zielfernrohr hast du drauf. Du hast... Barry hat ein Level up. Stufenaufstieg. Du kannst auch noch alles lernen. Du bist der Explosivmensch. Bei dir würde ich eigentlich gerne die TP erhöhen. Wobei du entschärfst ja... Du aimst nur so mittelmäßig gut. Ich will trotzdem hier die TP erhöhen. Das passt schon. Okay. Ja, dann würde ich sagen, wir schauen mal in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Servus.